Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 16. Juni 2018 mit dem Botschaft Seelenpartner. Wie geht es meinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er? So, bevor ich damit beginne, lade ich dich ganz herzlich ein, erstmal in der Energie meine Kristallschale einzutauchen. Schließe bitte dabei die Augen. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und ich beginne dann mit der ersten Karte. Und das ist aus dem Venus-Orakel und für deinen Seelenpartner kommt der männliche Kraft heute. Behüte und beschütze, sei kraftvoll, wage den Durchbruch. Du trägst das Licht in dir. Du trägst die Kraft in dir, strahle sie aus, übertrage deine Kraft, übermittle jenen, die dir anvertraut sind, den Zugang zu Kraft und stärke sie. Hüte dich davor, deine Kraft oder deine Macht zu missbrauchen, denn das wäre dein Niedergang. Begegne deinen Partner, deinem Kind oder jenen Menschen, die auf dich zählen, so, dass sie sich in deiner Gegenwart sicher und behütet fühlen. Gestatte deine Männlichkeit, Gefühle zuzulassen. Fühle, spüre und liebe. Du begegnest ihm, wir sind. Du bist im Einklang mit dem Du. Also hier für deinen Seelenpartner, dass er seine männliche Seite stärkt und dass er also dieses Licht, was er in sich trägt, ausstrahlt, ja, diese Kraft. Und auch die Menschen um seine Umgebung, also Kind oder jene Menschen, die auf ihn zählen, dass er sich in seine Gegenwart ja, behütet fühlen, also diese Männlichkeit, dass er ausstrahlt. Jetzt schauen wir weiter, was die Drachen sagen. Also, er bekommt heute ganz viele Segnungen. Ich fühle mich vom Leben gesegnet und segne durch mein Sein ebenfalls die Welt. Also, er fühlt sich gesegnet jetzt im Moment, so wie es ist bei ihm, ja? Und ja, da kommt auch das Vertrauen jetzt. Also hat ganz viel Vertrauen, eine ganz schöne Anbindung nach oben, wie ich das sehe. Dann schauen wir mal, was die Seelenpartnerkarten sagen. Also habe Geduld, Liebe ist geduldig und freundlich und immer. Also in Bezug auf dich hat er auch Geduld, lässt er sich auch Zeit. Und das ist auch so eine Art, ja, so ein klein wenig wie Prüfung auch, ja, auch für dich, ob du auch geduldig bist, ob das auch eine echte Liebe ist, bist du auch bereit zu warten, das kommt mir jetzt ganz stark. Und da vertraut er darauf, dass es auch so richtig ist, dass man nichts Hals über Kopf was, ja, machen soll. Und dann kommen die Karten von den Engeln. Kommt der Engel für Entscheidung und Neuorientierung. Ich treffe selbst meine Entscheidungen, damit nicht über mich entschieden wird. Also es geht hier darum,
dass er seine Entscheidung halt einfach trifft, ja. Heute geht es hier besonders um eine Entscheidung und Neuorientierung. Und hier kommt der Engel für Richtung und Ziel. Ich kenne meine Ziele und erreiche sie auch. Die Engel unterstützen ihn, dass er so seine Ziele erreicht. Ja, und da kommen die Karten nochmal heute, dass diese religiösen Faktoren eine große Rolle spielen. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Also das heißt, ja, dass sein Liebesleben davon also beeinflusst wird, insofern kann sein, dass er sich noch spirituell einfach entwickeln muss, dass er sich einfach auf den Weg machen muss, dass er einfach diese Beziehung noch gar nicht so als göttliche Führung erkannt hat, dass da noch ein Stück Wachstum fehlt, ja. Und hier kommt aber die Karte, dies könnte der Richtige sein, du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereit begegnet. Also, dass es einfach nur ein bisschen Zeit braucht, damit er auch auf eine höhere Stufe kommt. Aber also, denk schon drüber nach, dass du der Richtige sein könntest, dass er dir begegnet ist. Also, das kommt schon in sein Bewusstsein. Ja, und dann kamen hier zwei Karten. Und das ist unglaublich. Ich habe auch das Büchlein hier dabei. Und dann werde ich dir auch was aus dem Buch vorlesen. Also es kommt nochmal die Maskerade. Erlaube dir, wahrhaftig zu sein. Also heute, dass er irgendwie diese Masken fallen lässt. Also da kommt immer wieder, dass er irgendwie nicht ganz ehrlich ist zu dir. Also dass er nicht die ganze Wahrheit spricht. Und da kommt die Freiheit, finde die Brücke zwischen Nähe und Distanz. Und dazu lese ich gerne die Bedeutung vor. Finde die Brücke zwischen Nähe und Distanz. Der Wunsch nach Freiheit, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit schlummert in dir. Gleichzeitig möchtest du auf Nähe, Bindung und Zweisamkeit nicht verzichten. Die Einfühlung deiner Träume setzt eine innere Unabhängigkeit und den Willen zur Selbstverwirklichung voraus. Dein inneres Gleichgewicht kann die Balance zwischen Nähe und Distanz wiederherstellen. Also ist wichtig, dass er erstmal seinen inneren Balance findet. Weil ich habe das Gefühl, der ist gar nicht im Balance, ja? Ja, und die Maske, Verkleidung verstecken unseren eigentlichen Wesen und so erschaffen wir uns Rollen. Erlaube dir, wahrhaftig zu sein, dann bist du anziehend für die Liebe, die dich annimmt, so wie du bist. Erinnere dich an deine beste Rolle, an deinem Lieblingsrolle und lache herzhaft über dich selbst. Nach dem Ablegen aller Verkleidungen erscheint ein vollkommenes Geschöpf, das einmalig ist. Also ich habe das Gefühl, dein Seelenpartner ist hier noch in bestimmten Rollen. Also dass er das auch vor dir so eine bestimmte Rolle hat und gar nicht sein wahres Gesicht so wie der ist, nicht zeigt. So, der nächste Schritt ist blockiert. Also blockierte Handlungsfähigkeit. Vielleicht ist da noch jemand an seiner Seite oder durch Kinder oder durch Lebensumstände, weiß ich nicht, oder durch Entfernung ist halt blockierte Handlungsfähigkeit. Vielleicht hat er auch ganz viele Themen, die ihn noch blockieren. So, dann würde ich jetzt die Karte ziehen, wie es weitergeht, ja? Oder was er dir sagen möchte. Und da kommen die verschiedenen Welten. So, Zeitqualität dauerhaft. Also, dein Wunschpartner und du, ihr beide lebt in zwei verschiedenen Welten. Du bist sehr spirituell und lebst das auch, arbeitest womöglich sogar als Beraterin. Er hingegen ist eher bodenständig, kühl und glaubt nur
an das, was er sehen und hören kann. Sein Leben ist strukturiert, höchstwahrscheinlich ist er auch verheiratet oder vergeben. Zwischen euch gibt es außer der Anziehungskraft keine wirklichen Gemeinsamkeiten. Eine Partnerschaft mit dir kann er sich nicht vorstellen. So, das sagt er jetzt erstmal, aber du musst das ganze gesamte Konzept erstmal betrachten, ja, dass er sich auch noch entwickeln muss, also in seinem spirituellen Wachstum. Und blockiert sind also seine Halschakra, also die Kommunikation, Ausdruck, Wahrheit, Authentizität und Lückenbüßer. Dein Wunschpartner hat die Vorstellung, dass du sowieso nur so lange mit ihm zusammenbleiben wirst, bis sich jemand Besseres gefunden hat. Einer, der dir mehr bieten kann als er, mehr Geld verdient, hübscher oder gefühlvoller ist, da er von Natur aus ein Mensch ist, der sich kaum öffnet und auch nicht viel redet, ist es für ihn nur eine Frage der Zeit, dass er durch einen Konkurrenten ausgetauscht wird. Er empfindet sich selbst als nicht besonders liebenswert und glaubt nicht daran, dass das zwischen euch für immer halten könnte, obwohl er sich das genau das wünscht. Deshalb hält er dich immer auf Distanz und trägt eine Maske aus Angst. Und hier ist auch eine Maske. Und wenn du das Ganze jetzt mal ein bisschen hinterfragst und auf dich wirken lässt, dann sag mir das schon, dass da also sehr viel für dich da ist und der weiß auch, dass du die richtige sein könntest und hat auch diesen Sehnsucht nach Freiheit, so, ja, Bindung und Freiheit und hat auch ein Vertrauen und möchte auch gerne mit dir zusammen sein. Dennoch sind hier bestimmte Blockaden auch und also diese Handlungen sind noch irgendwie blockiert durch seine spirituelle Blockade, dass er sich nicht weiterentwickelt, ja, dass er sein Licht noch nicht so wirklich lebt. Und hier die Karten aus Amos Botschaften, kommt wieder der Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir, glaube daran. Das ist er auch. Und da kommt nochmal die Karte Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Dass du es akzeptierst, diesen Ist-Zustand heute so, wie es ist. Also vielleicht buchst du auch so ein Liebesritual für dich und deinen Seelenpartner. Also ich habe bis Sonntag bin ich ausgebucht. Also falls dir das sich gut anfühlt für dich oder stimmig anfühlt, das sind sehr kraftvolle, lichtvolle, liebevolle Rituale, was ich hier durchführe. Ich mache Energiearbeit und bitte um höchsten Wohl alle Beteiligten, immer mit Reiki auch und auch mit anderen Symbolen. Und ja, ab Montag sind halt wieder Termine frei, also falls du daran teilnehmen möchtest, an diesem kraftvollen Liebesritual, dann freue ich mich. Ja, also ich beginne immer um 22 Uhr. Das kann also einige Blockaden lösen und kann auch wirklich diesen Prozess, also so einen Impuls wiedergeben, dass es vorwärts geht. Ja, dass dein Seelenpartner auch ein Erkenntnis in sich erkennt oder sein Herz öffnet. Also fühl hinein, wie sich das für dich anfühlt. So, meine Lieben, ich sende euch ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und danke für euer Interesse, für eure ganz viele Abos, die ich die letzte Zeit erhalten habe. Danke für das Liken, für die tolle Kommentare, die ich bekomme. Und ich hoffe, ihr teilt auch ganz fleißig, damit also auch noch andere Menschen davon profitieren können und davon, also von dieser Begleitung in diese turbulente Zeit mit dem Seelenpartner und Dualseele, dass ihr das ganz kräftig auf Facebook teilt.
Ja, ich danke euch dafür und wünsche einen tollen Samstag. Bis bald. Tschüss, Namaste, eure Valeria.